Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Und natürlich geht es wieder um ein Hühnerthema, aber auch eines, wo ihr selber mitmachen könnt. Ich möchte von euch wieder wissen, was in meiner Happy Huhn Community aktuell gerade so die beliebtesten, aber auch die gefragtesten Hühnerrassen sind. Und vor 2 Jahren habe ich so eine Umfrage schon mal gemacht. Damals gab es über 1200 Votes zu euren beliebtesten Hühnerrassen und das war natürlich mega interessant, denn dieses Wissen und die Geschichte konnte ich auch in das Buch Happy Hühnerrassen Band 1 einfließen lassen. Damals waren in den Top 3 die Marans, die Vorwerkhühner und die schwedischen Blumenhühner. Lasst euch aber bitte vom Ergebnis der Vorjahre nicht beeinflussen, sondern schreibt mir heute ganz ehrlich, so wie ihr selber gerade mit eurem Empfinden denkt, was momentan so eure Lieblingshühnerrasse ist und welche Hühnerrasse ihr noch nicht kennt, aber die ihr gerne mal haben würdet. Also 2 Antworten bitte, eure aktuelle Lieblingsrasse und welche Rasse euch außerdem für die Zukunft noch besonders interessieren würde. Bitte nur hier in die YouTube-Kommentare schreiben, nirgendwo sonst, denn ich werde nur die Kommentare hier, die auch öffentlich für alle einsichtbar sind, in meine neue Umfrage mit aufnehmen. Und im Laufe der nächsten Woche wird dann eine Auswertung kommen. Danke fürs Mitmachen. Die Rassevielfalt beim Haushuhn ist einfach unglaublich groß. Wir lassen hier gerade unsere Hühner raus und da sieht man jetzt zum Beispiel Sandschakkrähe, Marans, Exchequer, Leghorn, Amrocks, Silverroots und auch eine Vorwerkhenne ist dabei. Und das ist nur ein winziger Bruchteil der tatsächlichen Vielfalt, denn weltweit gibt es schätzungsweise 2500 Hühnerrassen. Ihr müsst euch bei euren Antworten nicht auf anerkannte Rassen beschränken. Ihr könnt wirklich die Hühnerrassen hier erwähnen, die euch wirklich auch am Herzen liegen, ganz gleich, ob anerkannt oder nicht. Im letzten Jahr war ja auch das schwedische Blumenhuhn in den Top 3 und da muss man eben wirklich auch dazu sagen, dass die Blumenhühner nicht anerkannt sind und dass das schon eine ziemliche Überraschung war. Würden sich jetzt auf meinem Kanal hauptsächlich Rassegeflügelzüchter einfinden, die eben bei der Prämierungszucht eben auch eher so ihr Milieu haben, dann wäre das auch gar nicht denkbar gewesen, dass Rassen wie das schwedische Blumenhuhn überhaupt eingeflossen werden, denn die spielen da keine Rolle. Also ob anerkannt oder nicht, sagt mir einfach, wer eure Lieblinge sind und selbst wenn es die Hybridhühner sind, ich meine, da sollte man jetzt auch keine Vorurteile haben, dann schreibt mir natürlich auch rein, dass ihr die Hybriden am liebsten mögt. Ja, und die Mädels, die dürfen jetzt auf die grüne Wiese, versammeln sich hier gerade alle und jetzt nehme ich euch noch mit, wie das aussieht, wenn sie zum Weiden gehen. Wir haben auf die Wiese grasen. Oh, die Landzwerge auch gleich mit.